Hallo, hier zu diesem virtuellen Musicando-Forumstreffen 2020. Ja, schade, dass wir uns nicht direkt sehen können, aber die Heidrun hat ja hier zusammen mit dem Organisationsteam eine sehr schöne Lösung gefunden, dass wir uns trotzdem in gewisser Weise sehen können. Und mein Thema ist ja Songwriting mit dem Keyboard. Und hier hat man es schon gesehen, die Gitarre in Kombination mit dem Keyboard, hier in diesem Falle dem SX900, geht aber genauso auch mit dem SX700. Diese Kombination, das ist ein echtes Dream Team. Und zwar ist es bei den Instrumenten ja möglich, dass ich den Mikrofoneingang auch als Gitarreneingang umschalten kann. Das habe ich getan. Und wie man das Instrument dann anschließt, das zeige ich in diesem Tutorial. Zunächst aber zu diesem Instrument, der Pacifica 611. Die Bezeichnung, das musste ich auch erstmal lernen, deutet auf die Bauart hin. Also 611 bedeutet, es gibt Pacifica die 1er-Serie, 2er-Serie, 3er-Serie. Und die erste Ziffer ist also praktisch der Qualitätsstandard. Also je höher die erste Ziffer wird, desto hochwertiger wird das Instrument. Wir haben also jetzt hier dann die 6er-Serie. Und die zweite und dritte Ziffer sagt aus, wie das Instrument tonabnehmerseitig bestückt ist. Also 611 bedeutet die 6er-Serie mit einem Single Coil und einem Humbucker. Der Single Coil Tonabnehmer, das ist ein legendärer Seymour Duncan P90 Tonabnehmer, der normalerweise nur in edlen Custom Gitarren verbaut ist. Dann haben wir hier den Humbucker, den man auch umschalten kann zwischen Humbucker und Single Coil. Das werde ich nachher nochmal im Detail zeigen. Und hier ist die Umschaltung zwischen Humbucker, beide Tonabnehmer und dem Single Coil. Und damit sind natürlich sehr viele unterschiedliche Klangvariationen möglich. Die werde ich jetzt auch gleich nochmal im Einzelnen zeigen. Auf jeden Fall das Instrument sehr hochwertig verarbeitet, spielt sich sehr leicht und durch diese vielfältigen Möglichkeiten der Tonabnehmer eben auch unterschiedliche Soundvarianten damit möglich. So, und damit das alles so toll funktioniert, es ist auch ganz einfach, aber ein paar Einstellungen sind hier vorzunehmen. Also diese Pacifica 611 ist jetzt direkt verbunden mit dem Keyboard über den Eingang, über den Mikrofon-Gitarreneingang. Da gibt es hier hinten einen kleinen Umschalter, den stellt man also auf Gitarre, gibt es Mikrofon und Gitarre, habe ich es auf Gitarre gestellt. Dann gehe ich hier in den Bereich des Mikrofon-Settings. Und da gibt es jetzt die Bereiche von dem Vocal Setting. Also erstmal kann ich grundsätzlich das Mikrofon, also den Eingang ein- und ausschalten. Ja, jetzt ist wieder eingeschaltet. Dann gibt es das Vocal Setting, wenn ein Mikrofon angeschlossen ist.
Dann das Talk-Setting, das ist das Setting, wenn Talk aktiviert ist, kann ich mit dem Pedal machen oder durch einer der Assignable-Tasten. Und hier, das ist jetzt entscheidend, das Guitar-Setting. So, und das kennen Sie jetzt sicherlich schon vom Bereich des Mikrofoneingangs. Das ist jetzt eigentlich sehr, sehr vertraut. Es gibt das Noise-Gate. Das ist hier im Falle der Gitarre auch sehr gut, weil wenn ich das Noise-Gate jetzt ausschalten würde, ja, dann habe ich also immer dieses... Ja, also zum Beispiel auch gerade jetzt beim... gerade jetzt, wenn ich so einen Verzerrer drin habe, man hört also auch deutlich, dass man also hier auch dieses Brummen auch sehr schön unterdrücken kann mit Hilfe des Humbuckers. Aber trotz allem ist es eigentlich ganz gut, dieses Noise Gate einzuschalten. Man kann vielleicht das Threshold etwas absenken. Kompressor ist eigentlich auch nicht schlecht, da hat man ein schönes Sustain. Und hier EQ, da kann man eben noch die einzelnen Frequenzbereiche noch entsprechend anpassen. So, das ist also der... Schalte ich mal das Noise Gate jetzt wieder ein. So, das ist also der Bereich des Mikrofoneingangs. Jetzt schauen wir uns mal an die Funktion der Pedale. Ich gehe jetzt mal hier auf Direct Access und gehe mal einfach auf das Sustain-Pedal. Das ist die Standardeinstellung hier, wie man sieht, Sustain. Und dieses Sustain-Pedal, das möchte ich gerne haben auf dem Mikrofoneingang, was ja jetzt ein Gitarreneingang ist. Und hier möchte ich gerne Talk On-Off schalten. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier einen Effekt habe, dann kann ich den sofort ausschalten. Und zwar auch vollkommen knackfrei. Das ist also auch etwas, eine Besonderheit hier am Instrument. Also, damit kann ich den Effekt an- und ausschalten, den ich auf dem Gitarrensignal habe oder auf dem Gitarrenweg habe. Und das zweite Wichtige, wir gehen jetzt hier nochmal rein, Direct Access und das Volumenpedal, was ich jetzt auch hier angeschlossen habe, das steht auf Volumen, das ist ja soweit richtig, aber hier ganz, ganz wichtig, und das würde man beim normalen Mikrofon natürlich niemals machen, aber hier ist es jetzt mal wichtig, nämlich dass Mikrofon aktiviert ist. Also ich möchte mit dem Volumenpedal das Mikrofon laut und leise machen. Ja. Ja, somit kann ich also praktisch auch hier, ne, so ein... Somit kann ich also auch das Volumen also auch sehr schön steuern. Und es soll eben nicht wirken auf den Style und nicht auf Multipad und nicht auf Song und so weiter, sondern eben vor allen Dingen auf das Pedal. Also das sind die beiden wichtigsten Einstellungen, die man jetzt hier braucht für die Gitarre, wenn man die Gitarre anschließt. Und all das lässt sich natürlich speichern hier. Ja, ich drücke jetzt mal auf Memory. Und ganz wichtig ist natürlich jetzt hier, dass vor allen Dingen die Haken angeschaltet sind für die Assignable Pedale. Hier steht es, Foot Pedal ist eingeschaltet. Und alles andere stört jetzt auch nicht. Also vor allen Dingen auch Style und sowas kann ich natürlich sehr gut gebrauchen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mit Styles arbeite, was ich ja gerade gemacht habe. Ich habe also jetzt hier Power Rock einfach ausgewählt, ja, und habe ja E-Moll angespielt, also so eine typische Gitarristen-Tonart, ja, Synchro-Start gedrückt, ja, und habe aber jetzt eigentlich alles aus dem Style rausgenommen. Hier mit der Mixer-Seite kann man das hier nochmal sehen, also im Bereich Style habe ich alle Spuren ausgemacht, also vor allen Dingen auch die Gitarrenspuren, weil ich ja selber jetzt Gitarre spielen wollte. So, und das alles kann man jetzt einfach speichern hier mit Memory und auf die 1. Da wäre das jetzt hier schon abgelegt. Ich habe noch nicht gezeigt, wie ich an die Effekte rankomme. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Hier nochmal über den Mikrofoneingang gibt es hier oben Effekt. Und da sind jetzt diese ganzen schönen VCM-Effekte, wie man sie kennt und liebt, ja, die man also jetzt hier auch entsprechend auswählen kann, British Lead und so weiter und so fort. Ja, diese ganzen tollen Röhreneffekte, die es hier gibt, oder auch hier Transistoreffekt. Ja, ja, das ist also dieser berühmte Jazz-Kombo mit diesem schönen Chorus, der da quasi schon fertig mit drin ist. Ja, oder hier auch, ne, diese schönen
diese schönen Röhrenverstärker, die man hier hat. Also alles drin, was man als Gitarrist so braucht. Ja, und das Schöne ist jetzt eben zum Songwriting oder eben auch einfach zum Jammen ist das sehr gut geeignet. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch diesen Chordlooper benutzen, um jetzt ganz schnell eine Chordsequenz hier aufzuzeichnen. Wollen wir das mal machen kurz? Ja? Also ich gehe jetzt mal einfach eine einfache Chordsequenz. Das schon gespeichert. Ja, und man merkt, also das ist also zum Jammen einfach fantastisch, ja, weil man wirklich sich in 0,nix Songideen ausdenken kann, natürlich auch auf dem Keyboard und mit Hilfe zum Beispiel der Gitarre ist das einfach eine unfassbar schöne Inspirationsquelle und ich habe noch nie so viel Spaß gehabt, auch Gitarre zu spielen, weil es macht einfach auch Spaß, mit Gitarre zu üben auf dem Wege, wenn man sich eben in kurzer Zeit ja, mit so einer Chord-Loop-Sequenz einfach Playbacks machen kann, zu denen man dann wunderbar jammen und spielen kann. Ja? Also jetzt könnte ich das hier auch nochmal speichern, mitsamt dieser Chord-Sequenz. An der Stelle vielleicht nochmal ein Tipp. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Chord Loop-Sequenz, wenn mir die gefällt, ja, das habe ich jetzt auch ganz spontan, ohne groß nachzudenken, habe ich das jetzt mal kurz gemacht, dann ist es wichtig, dass man am Anfang, bevor man jetzt die ganze Registrierung speichert, dass man dann zuvor erstmal diese Chord-Loop-Sequenz abspeichert, ja, das kann ich jetzt hier mal machen, ich gehe jetzt mal hier auf meinen Memory-Stick und da habe ich also einen extra Ordner mir angelegt für diese Chord Loops. Hier ist er, Chord Loops. Und da nenne ich das jetzt mal Save As und nenne das jetzt einfach mal Gitarrenidee. Ja. So, speichere das jetzt. Und wenn ich jetzt nochmal auf Memory gehe, schaue ich hier nochmal, da muss natürlich hier auch Chord Loop aktiviert sein. Und sobald das eben aktiviert ist, wird die Chord-Loop-Sequenz jetzt mit gespeichert. So, und jetzt benenne ich noch diese eine Registrierung, die ich hier gemacht habe. Ja, die nenne ich, ich habe noch keinen Namen für den Song, gerade eben erst eingefallen, Idee 1. Mal sehen, was daraus noch wird. So, speichere ich jetzt das Ganze. Ich bin ja auch hier wieder ausgegangen von einem Template, also meine erste leere Registrierung sozusagen. Und die speichere ich jetzt hier mal ab und sage hier natürlich nicht den Namen Template, sondern das sind meine Gitarren für das SX-900. So, und ist jetzt hier gespeichert. Okay, so, also das wäre jetzt der Vorgang zum Speichern von einer Registrierung. Also nochmal zusammengefasst, ganz wichtig am Anfang ist eben, dass man sich die Pedale richtig einstellt, dass man den Mikrofoneingang auf Gitarreneingang stellt und die Effekte und alles, was man sich hier so einstellen kann, das wird mit in die Registrierung gespeichert. Die S-Klasse mit Gitarre nutzen, das ist etwas, was also einfach unglaublich viele Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Es gibt noch viel mehr zu sagen zu diesem Thema. Also zum Beispiel wollte ich eigentlich noch
ein Audiolink Multipad hier mit der Gitarre aufzeichnen und das mit Hilfe des Chord Loopers zum Kreieren von Songideen nutzen. Dazu ist mir jetzt noch ein bisschen die Zeit ausgegangen. Natürlich, so ein Video zu produzieren, braucht ein Vielfaches an Zeit, als wenn man es in Echtzeit macht. So gesehen mache ich vielleicht das mal in einem Extra-Tutorial. Aber man konnte jetzt schon sehen, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, dank der Effekte, die das Instrument hat, in höchster Qualität, die man mit den Styles verbinden kann, die man auch mit Playbacks verbinden kann, mit MIDI-Files, was immer man möchte. Und gerade für die Leute, die jetzt zum Beispiel auch auf Hochzeiten spielen gehen, viele von den Forumsteilnehmern, weiß ich auch, sind selber auch Gitarrenspieler. Und so eine Gitarre ist natürlich auch für die Show einfach auch, bringt sie unheimlich viel. Und man kann jetzt zum Beispiel, wenn man auf Hochzeiten spielen geht oder auf Feierlichkeiten, einfach die Gitarre anstöpseln, seine Playbacks vorbereiten und man hat auf Knopfdruck alle Effekte zur Hand, die man braucht für diese Performance. Und das ist die entscheidende große Stärke, die diese Kombination aus Keyboard und Gitarre hat.